Hallo und herzlich willkommen im Wald im letzten Licht. Ich mache jetzt eine ziemlich lange Videoreihe zum Thema unsere wilden Katzen. Das sind zwei. Das ist einmal die Wildkatze, Felis Silvatica, schöner Name, und der Luchs, Lynx. In der mitteleuropäischen Form sogar die Stammform, die namensgebende Stammform, nicht unbedingt die genetische Stammform, Lynx. Korrekterweise kann man ihn auch als Nordluchs bezeichnen. Es gibt noch eine Unterart, den Paddelluchs, der kommt bei uns nicht vor. Also unser Luchs ist im Prinzip der Nordluchs, das wäre vielleicht noch wichtig zu sagen. Und die Wildkatze, die gibt es tatsächlich nur als Wildkatze. Es gibt von der auch noch Unterarten. Und zwar zum Beispiel die Falbkatze, von der wahrscheinlich unsere ursprüngliche Hauskatze abstammt. Also sprich die Hauskatze, die dann über die Ägypter wahrscheinlich an die Römer weitergegeben wurde. Und die Römer haben sie dann auch zu uns mitgebracht im, na sagen wir mal, germanischen Lebensraum. Ist die Katze erst so im fortschreitenden Mittelalter irgendwann als Mäusefänger besonders beliebt geworden. Vorher hat man dafür Marderartige genommen, sage ich jetzt mal vorsichtig. Also wahrscheinlich überwiegend so ein Iltis. Der dann ja später auch entsprechend domestiziert wurde. Und jetzt gibt's ja auch, na wie heißt er denn? Das Frettchen. Das Frettchen ist ja auch ein domestizierter Wildmarder. Den hat man zuerst zum Mäusefangen verwendet und die Katze hat sich dann eben erst später etabliert. Die ursprünglich eben, wie gesagt, von der Falbkatze aus dem ägyptischen Raum mit den Römern mitgekommen ist. Was sich dann bei uns als Hauskatze etabliert hat, wird wahrscheinlich, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit sogar, dann entsprechend auch Gene unserer Wildkatze drin haben. Heißt, die Wildkatze und die Falbkatze und sämtliche Katzen, die ungefähr die gleiche Größe haben, gehören alle einer Art an und sind nur untereinander Unterarten. Das ist wie mit den Hunden. Man kann ja auch jeden Hund mit jedem Hund paaren und es gibt potenziell fruchtbare Nachkommen. In so einem Fall geht man davon aus, dass es sich um ein und dieselbe Spezies handelt, nur halt eben Unterarten. Solange fruchtbar kreuzbar noch gegeben ist, handelt es sich um ein und dieselbe Art. Das vielleicht ganz kurz vorneweg. Jetzt möchte ich noch ein paar Takte zu Raubtieren an sich sagen. Erstens mal, der Begriff Raubtier ist umstritten, weil das kommt noch aus einer Zeit, kann man sagen, in der Raubzeug, das ist eine noch schlimmere Bezeichnung in Anführungszeichen, tatsächlich noch negativ behaftet war und man hat durchaus schon noch lange vor den Nazis auch schon angefangen, die Tiere des Waldes jagdlich in Nützlinge und Schädlinge zu unterscheiden. Es gibt also gute Tiere, die sind toll, die sind zu hegen und zu pflegen und die sind edel. Und es gibt die schlechten Tiere, das Raubzeug, die sind zu nix Nutze, ein Schädling und die müssen nach Möglichkeit ausgerottet und bekämpft werden. So, und dazu fallen halt wirklich jeder Fleischfresser, den es in unseren Wäldern irgendwann mal gegeben hat, fällt da drunter. Es gibt welche, die sind intensiver bekämpft worden. Es gibt welche, die sind nicht so intensiv bekämpft worden. Sehr schnell ausgestorben waren sowohl die Wildkatze als auch der Luchs. Noch deutlich vorm Wolf sind die bereits vermutlich so selten gewesen, dass man eigentlich fast von ausgestorben sprechen kann. Das ist aber teilweise schwer nachzuweisen. Gerade bei der Wildkatze ist die Quellenlage, wenn es um historische Jagdquellen geht, sehr, sehr, sehr dünn. Beim Luchs weiß man es etwas besser. Raubtiere zeichnen sich vor allen Dingen dadurch aus, und ich verwende jetzt absichtlich den alten Begriff, einfach damit man sich das auch immer wieder schön hervorruft im Hirn, dass es halt eben diesen Hass, diese Verfolgung der Raubtiere gegeben hat, und verwende deswegen absichtlich nicht den modernen Begriff, der so tut, als ob das nie stattgefunden hätte, der da heißt Beutegreifer. Offiziell ist Beutegreifer die offizielle moderne Bezeichnung. Ich weigere mich aber einfach schlicht und ergreifend, diese im größeren Maßstab anzuwenden. Ich sage euch, dass es so ist und sage dann jetzt weiter Raubtier oder auch Raubzeug, weil ich wichtig finde, dass man das einfach nicht vergisst, wie das damals gewesen ist und deshalb diesen Begriff als Mahnung quasi gerne weiter benutze. So, Raubtiere zeichnen sich dadurch aus,
dass sie eine wesentliche, über allem stehende Gemeinsamkeit haben, und das ist das Gebiss. Grundsätzlich werden die Säugetiere ganz oft nach ihrer Gebissform klassifiziert. Eine Ausnahme sind, wenn sie über ihre Hufform klassifiziert werden. Und man kann natürlich noch ganz übergeordnet zwischen Land- und See-Säugetieren unterscheiden. Wobei man interessanterweise eben auch sagen muss, dass gewisserweise, da wird sich gestritten, inwiefern die nun zusammengehören, sämtliche Seesäugetiere, also nicht sämtliche, aber fast alle, auch Raubtiere sind, weil sie sich eben von anderen Tieren ernähren. Ausnahmen gibt es, zum Beispiel die Seekuh, die ist Vegetarier. Aber sämtliche Robben, beispielsweise das Walross und so weiter und so fort, die ernähren sich alle rein tierisch. Auch Wale und Delfine. Die sind ja auch Säugetiere. Streng genommen könnte man also jetzt sagen, wenn es nur darum geht, dass Fleisch als Hauptnahrung verwendet wird, dann wären das auch alles Raubtiere. Das vielleicht auch nur mal kurz zur Abgrenzung. Das ist umstritten, ob man sie jetzt dazu zählt oder nicht. Wale und Delfine werden im Regelfall eigentlich nie dazu gezählt. Die sind was Eigenes. Man könnte es aber theoretisch auch tun. Ich will das, erzähle das deswegen, damit euch klar wird, diese ganzen Überbegriffe, dieses Einsortieren von den Tieren in die entsprechende Schublade mit den anderen Tieren, das ist alles eine reine Definitionsfrage und natürlich menschgemacht. Es spielt für das Verständnis der eigentlichen Tierart, wie die sich so verhalten in ihrer Umwelt und so weiter und so fort, nur eine geringe Rolle. Es hilft teilweise schon, wenn man weiß, okay, die sind näher verwandt, die gehören irgendwie zusammen und haben entwicklungsgeschichtlich einen gemeinsamen Stammbaum. Das hilft schon. Aber so richtig wichtig ist es nicht. Und es kommt nicht drauf an. Das ist auch nochmal was, was ich noch betonen möchte. Denn die Forscher, die liebe Wissenschaft, da streitet man sich zum Teil wirklich ewig lange. Zum Beispiel über den Luchs. Ob der nun Felislynx heißt, also sprich in der Gattung der anderen kleinen Katzen, zum Beispiel also in der gleichen Gattung wie die Wildkatze quasi, zugeordnet ist, oder ob er eine eigene Gattung darstellt, ist für die Ökologie, für das Verhalten der Tiere, für das, was sie im Wald machen, vollkommen unerheblich. Und man findet deswegen auch in älterer Literatur teilweise noch die Bezeichnung Felislynx für Luchs und nicht Lynx-Lynx. Inzwischen, Lynx-Lynx ist moderner und man hat den Luchs quasi ausgekoppelt, der ist jetzt eine eigene Gattung. Kurz nochmal zum Verständnis, die Ebenen, in denen man Lebewesen sortiert, also sowohl Pflanzen wie auch Tiere und Pilze, sind reich. Das Reich sind diese drei Dinge, Pflanzen, Pilze, Tiere. Dann kommt, ich glaube, auch schon die Klasse. Klasse ist Säugetiere. Beispielsweise. Und dann kommt die Ordnung, da wären wir jetzt bei den Raubtieren, die Familie, katzenartige Gattung, die Luchsartigen zum Beispiel, Lynx, und dann die Art, nochmal Lynx. Also der luchsartige Luchs, wenn man es so formulieren möchte. Das ist so das System, nach dem da vorgegangen wird, vielleicht auch mal ganz interessant zu wissen. So, innerhalb unserer Raubtiere jetzt. Die haben gemeinsam das wesentliche Bestimmungsmerkmal, ich habe es ja schon gesagt, ist das Gebiss. Und zwar haben Raubtiere alle, ausnahmslos, vier lange Eckzähne, Reißzähne, mit der sie ihre Beute entsprechend gut festhalten können, wenn sie sich mal drin verbissen haben, mit denen sie auch prima Halsschlagadern aufreißen können oder Wirbelsäulen entsprechend so weit anstechen, dass der betreffende Besitzer besagter Wirbelsäule dann auch relativ schnell hin ist. Hinter diesen Reißzähnen befinden sich die Knochenscherezähne, nenne ich sie jetzt mal vorsichtig. Die funktionieren wirklich wie eine Schere, sind so lange schneideklingenartige Zähne, kann man fast schon sagen, die einfach dafür dienen, dann auch entsprechend die jetzt gerissene Beute zerschneiden zu können. Also damit können sie enorme Beißkraft auswirken und Knochen relativ problemlos, die Knochen ihrer üblichen Beutetiere, wirklich relativ problemlos durchtrennen. So,
und das bedeutet jetzt ganz einfach, wer diese beiden Typen von Zellen im Maul hat, ist im Regelfall ein Raubtier. Gibt es auch wieder Ausnahmen, Biologie, bekanntlich die Wissenschaft von der Ausnahme. Ich sage das immer häufiger, weil es ist halt eben nun mal so, dass es da immer wieder Ausnahmen gibt. Aber im Wesentlichen. Ne? Ein Beispiel wäre tatsächlich das Wildschwein. Das Wildschwein hat gewisse Arten von Reißzähnen, hat auch solche Knochenscherzähne und ist aber kein Raubtier. Sondern das Wildschwein ist tatsächlich eines der ganz wenigen Säugetiere, die das vollständige Säugetiergebiss besitzen. Es gibt innerhalb des Reichs der Säugetiere eben verschiedene Typen von Zähnen, die man potenziell haben kann, um eben auf seine entsprechende Lebensweise angepasst zu sein. Und das Wildschwein hat schlicht und ergreifend alle davon. Also heißt, es hat sowohl unsere langweiligen Mahlzähne, die für größtenteils das Zermahlen von pflanzlicher Kost gedacht sind. Es hat aber eben auch entsprechende Fleischfresserzähne, mit denen man auch jemanden töten kann im Zweifelsfall. Wir sind zwar auch potenziell durchaus darauf aufgelegt, tierische Nahrung zu uns zu nehmen. Uns fehlt aber ein ausgesprochenes Fleischfressergebiss halt leider völlig. Was heißt leider, würde ein bisschen komisch aussehen, denke ich. Aber ja, so ist es nun mal. Das auch noch am Rande angemerkt. Die Katzenartigen, auf die wir jetzt zu sprechen kommen, zeichnen sich jetzt gebisstechnisch auch noch mal innerhalb der Gruppe der Raubtiere dadurch aus, dass sie nur diese beiden Zahntypen mehr oder weniger aufweisen. Sie haben echt nur die schlimmen Zähne. Sie haben überhaupt keine Mahlzähne. Im Gegensatz zu den Hundeartigen beispielsweise. Die Hundeartigen haben sowohl die Reißzahn als auch den Schneidezahn, Sägezahn. erfüllt halt mehrere Funktionen und ich versuche gerade zu verschleiern, dass mir der genaue Fachbegriff nicht einfällt. Ich reiche den nach, schreibe ihn unten hin. Jedenfalls zeichnen sich die Hundeartigen gegenüber den Katzen dadurch aus, dass sie noch zusätzlich auch Mahlzähne besitzen. Also heißt, auch ein Wolf kann, auch wenn er das nicht tut, theoretisch ein wenig auf pflanzlicher Nahrung rumkauen. Ein Fuchs beispielsweise hat auch diese Zähne und der nutzt sie auch. Ein Fuchs ist ja omnivor, der ernährt sich auch gerne mal von Beeren zum Beispiel oder mehr oder weniger von allem, was er finden kann an leicht verdaulicher pflanzlicher Nahrung und dann nutzt er eben auch seine Kauzähne. Das heißt, man kann kauende Hundeartige sehen, die auf irgendwas rumkauen. Wer einen Hund hat, weiß das. Man kann denen was zum Kauen geben, dann kauen sie rum. Bei einer Katze funktioniert das nur bedingt, weil die eben keine Zähne hat, und das gilt für jede Katze, die zum Kauen gedacht sind. Eine Katze reißt im Prinzip ihre Nahrung in Stücke, kleine handliche, und die werden runtergeschlungen, ohne noch groß gekaut zu werden. Das ist also durchaus ein wichtiger Unterschied zwischen Hunde und Katzen für eben die Entwicklungsgeschichte und die Zuordnung der jeweiligen Tiere in die entsprechende Gruppe. Ein weiteres gemeinsames und wichtiges Merkmal der Katzen ist der kurze Schädel. Die haben keine lange Schnauze. Keine Katze hat eine deutlich lange Schnauze. In der Regel wirklich ein sehr kurzer Kopf, der, wenn man sich den Schädel alleine anguckt, wirklich auch einen herausstechenden Beißapparat hat, der relativ kurz ist. Oft ist es so, dass Raubtiere generell und auch die Katzen so noch einen Kamm, einen Knochenkamm auf dem Kopf haben. Wenn man den nackten Schädel anguckt, der ist dafür da, dass an diesem Kamm die Kaumuskulatur befestigt werden kann. Die liegt quasi hinter den Ohren, so ein bisschen ähnlich wie bei uns, mit dem Unterschied, dass die Kaumuskulatur bei den Katzenartigen halt derart massiv ist, die müssen Knochen durchbeißen, dass quasi der gesamte Schädel mehr oder weniger bis auf ganz oben drauf eben von dieser Kaumuskulatur umlagert wird. Was man im Nacken von einer Katze an Muskulatur spürt, wenn man sie streichelt, das ist nicht irgendwie dafür da, den Kopf zu drehen, das ist die Kaumuskulatur im Regel größtenteils. Ne? Also immer ein bisschen mit Vorsicht genießen, aber die ist schon wirklich extrem stark ausgeprägt. Und das ist bei den großen Katzen natürlich noch viel mehr der Fall als bei unserer kleinen filigranen oder auch nicht so filigranen, wenn ich an so den einen oder anderen fetten Kater denke, Hauskatze.
So, dann haben Katzen im Regelfall einen geschmeidigen, auffallend geschmeidigen, deshalb werden Katzen auch immer so als elegant empfunden, Körperbau und sind in der Regel auch sehr muskulös. Man kann bei einigen Katzenarten wirklich auch deutlich die Muskeln erkennen, dass die entsprechend hervortreten. Und dann auch noch bei den Sinnesleistungen gibt es Gemeinsamkeiten aller Katzen. Sämtliche Katzenartigen sehen hervorragend. Innerhalb der verschiedenen Sinne, die sie haben, ist der Gesichtssinn, also Sehen, fast schon der ausgeprägteste. Da gibt es Unterschiede, ob es jetzt der Primärsinn ist, der am besten ausgebildet ist, oder nur der zweitbeste. Das variiert. Auch ebenfalls sämtliche Katzen hören hervorragend und sind vor allen Dingen durch ihre drehbaren Ohren, das haben sie auch alle, sehr gut in der Lage, entsprechend zu orten, wo das Geräusch herkam. Also die Geräuschortung ist besonders gut ausgeprägt. Ein Luchs beispielsweise, da kann man davon ausgehen, dass er auf 50 Meter das Rascheln einer Maus irgendwo im Unterholz nicht nur hört, im Sinne von hier ist irgendwo eine Maus, sondern auch ganz, ganz, ganz genau zuordnen kann, wo exakt sich jetzt besagte Maus befindet und könnte dann da entsprechend hinsprinten und sie sich holen. Was er nicht tut, weil er sprintet nicht 50 Meter, er sprintet maximal 20. Und wenn ich es gerade schon am Sagen bin, sollte er allerdings mal sprinten, dann ist er unser schnellstes Landtier. Der schafft nämlich 70 km/h. Da haben wir sonst kein Viech, das so schnell ist. Die schafft er aber wirklich halt gerade mal über, naja, vielleicht 10 oder 15 Meter und dann ist Schluss. Bei den Katzen ist dann auf jeden Fall noch bemerkenswert, welche Bandbreite der Größe es innerhalb der Katzengruppe eben entsprechend gibt. Nehmen wir zum Vergleich mal die Marderartigen. Das kleinste Raubtier Mitteleuropas mindestens ist das Mauswiesel. Das Mauswiesel hat eine Kopfrumpflänge von, wenn es besonders lang ist, vielleicht 12 cm. Wenn man den Schwanz nochmal dazu, der hat bestimmt nochmal 10 cm, dann ist es schon eigentlich eine gewisse Länge, die da zustande kommt. Aber das eigentliche Tier ist schon ziemlich kurz eigentlich und vor allen Dingen sehr, sehr leicht. So ein Mauswiesel, wenn es 50 Gramm wiegt, ich weiß es nicht genau, aber wenn es 50 Gramm wiegt, dann ist es sicherlich schon nicht das kleinste seiner Art. Der größte Marder ist der Vielfraß und der, na, wenn der 30, 35 Kilo schwer wird oder was, dann ist er, glaube ich, ein großer. Mag es sein, dass es vielleicht auch noch den einen oder anderen mit 40 Kilo gibt, aber dann ist Schluss innerhalb der Marderartigen. Bei den Hunden ist der größte Vertreter der Wolf und der kleinste, ich weiß nicht, welcher Fuchs kleiner ist, der Eisfuchs oder der Fennek, der Wüstenfuchs, aber das sind schon ziemlich kleine Füchse, aber vergleichsweise doch noch recht groß, wenn man sich eben, was ist das denn? Ach, okay. Aber doch noch vergleichsweise groß im Direktvergleich zu so einem Mauswiesel. Ne? So, da ist also der Unterschied gar nicht so groß bei den Hunden. Der kleinste wild vorkommende Hund, eben so ein kleiner Minifuchs. Gucken wir uns jetzt die Katzenartigen an, dann stellen wir fest, dass die kleinste Katze tatsächlich, da gibt es irgend so eine Katze, die noch ein bisschen kleiner ist als die Wildkatze. So ein ganz zierliches Viech, das ist auch eine eigene Art, hab gerade vergessen, wie sie heißt, lebt auch, glaube in Südafrika oder Südamerika, eins von beiden, nicht so wichtig, jedenfalls, die wird 1,5 Kilo schwer. So, die größte Katze ist ein Tiger und der schafft locker. Also die Spannweite innerhalb der Katzenartigen ist doch nochmal eine ganz andere Nummer als bei den Hunden oder bei den Mardern. Das ist, glaube ich, sicherlich auch nochmal ganz wichtig. Und so ein Tiger, der wird auch 2 Meter lang. Wenn man den Schwanz mitrechnet auf jeden Fall. Und ansonsten, also so ein mit dem Tiger kuscheln, ne, das muss man nicht unbedingt haben. Das brauche ich auch niemandem erzählen. Und ich glaube, damit haben wir die wesentlichen Dinge jetzt auch angesprochen. Und jetzt blicke ich extra schon den letzten Rest von Sonne, die am Horizont noch zu sehen ist, damit sie mich möglichst anscheinen mag, damit ich noch ein ganz kleines bisschen Licht zusammenkriege.
noch ein wesentliches Charakteristikum der Katzen und das aber auch das letzte und aber auch durchaus nochmal wichtig. Die Katzen sind eine Gruppe von Raubtieren, die sich tatsächlich ausschließlich karnivor ernähren. Es gibt keine Katze, die auch zusätzlich pflanzliche Nahrung frisst. Katzen sind quasi komplett hundertprozentige Fleischfresser. Jetzt wird der ein oder andere darauf hinweisen, aber meine Katze futtert auch, was auch immer ihrem Haushalt ihr halt eben entsprechend vorsetzt. Das ist halt die Hauskatze. Die kann da durchaus irgendwelche besonderen Vorlieben entwickeln. Wilde Katzen tun das alle nicht. Die ernähren sich ausschließlich von Fleisch. Man hat noch nie beobachtet, dass eine wilde Katzenart was anderes gefuttert hätte. Mit Ausnahme von einzelnen Grashalmen, die zur Verdauungsförderung ganz gut gebraucht werden im Darm. Es kann auch mal sein, dass sie eben entsprechend sogar mal ein Steinchen verschlucken. Aus den gleichen Gründen soll wohl auch schon vorgekommen sein. Aber die eigentliche Ernährung, da wo sie ihre Energie draus beziehen, das ist alles tatsächlich Fleisch. Wie gesagt, bei den Hundeartigen, da gibt es durchaus Vertreter, die auch pflanzliche Kost zu sich nehmen. Alle Füchse zählen da dazu und Bären zählen ja auch zu den Raubtieren. Die sind sogar überwiegend Pflanzenfresser und ernähren sich nur teilweise von Fleisch. Bis auf den Eisbär, der frisst tatsächlich nur Fleisch, aber die anderen Bären, die haben durchaus einen wesentlichen Anteil pflanzlicher Kost in ihrem Nahrungsspektrum. So, und mit dem Bär haben wir jetzt fast alle Raubtiere, die bei uns so vorkommen und die erwähnenswert sind, weil ein bisschen größer, angesprochen. Natürlich gibt es noch die vielen kleinen, die sind auch toll, aber auf die möchte ich jetzt nicht nochmal gesondert eingehen. Aber die großen, die Big Five quasi, das kennt man ja aus Afrika, die man unbedingt gesehen haben muss, wenn man auf Safari geht, sind halt bei uns eben andere, die Big Five. Raubtiere, die in unserem Wald sehr selten sind, bis hin zu fehlend, sind halt eben der Größe nach sortiert. Bär, Wolf, Luchs, Dachs und Wildkatze. In dieser Reihenfolge. Wobei der Dachs nimmt so ein bisschen eine Sonderstellung ein. Der ist ein Marder und damit ist er ein Raubtier. Aber der ernährt sich schon auch krass viel vegetarisch und das, was er an Fleischkomponente futtert, das ist zum Teil, zum großen Teil eben auch Zeug, was nicht großartig wegrennen kann, was also nicht im klassischen Sinn gejagt werden muss, weil da sind halt auch schon Schnecken und Würmer und so ein Zeug halt eben in größeren Mengen dabei. Deshalb möchte ich den Dachs so ein ganz kleines bisschen zur Seite stellen, nicht weil ich den nicht mag oder weil der irgendwie doof ist, sondern einfach, weil er jetzt nicht so gut ins Bild passt. Die, die sich überwiegend fleischlich ernähren, sind dann nämlich noch die vier, die übrig sind. Und da muss man jetzt auch gleich bei der Gelegenheit den Bär wieder rausschmeißen, wenn man sagt, überwiegend fleischlich ernähren. Denn so ein Bär, der nimmt auch große Mengen an pflanzlicher Nahrung zu sich. Insbesondere mag er gerne Beeren. Und gut, Honig ist keine pflanzliche Nahrung. Davon abgesehen, dass Bären sich von Honig ernähren, ist ein so seltenes Phänomen, dass ich mich frage, wo dieses Gerücht eigentlich ursprünglich herkommt, dass die da so wahnsinnig drauf abfliegen. Tun sie, aber dass sie mal wirklich Honig auftreiben können, ist, glaube ich, doch wirklich so selten, dass man das eigentlich fast schon vernachlässigen könnte. Was bleibt übrig? Die drei, die halt eben die kritischen sind. Die drei, die bei uns teilweise so gut wie nicht bis hin zu sehr wenig, bis hin zu tatsächlich in der Ausbreitung befindlich, bei uns vorkommen. Und das wäre dann nämlich eben die Wildkatze, die unglaublich selten ist. Der Luchs, der immer noch sehr, sehr selten ist, dessen Zukunft höchst ungewiss im Übrigen ist. Bei der Wildkatze könnte man erheblich mehr für tun. Darauf kommen wir dann ganz am Ende dieser Reihe zu sprechen. Und dann halt eben der Wolf, der von diesen ganzen Raubtieren, die eigentlich in den heimischen Wald gehören, das einzige ist, mit Abstand, das einzige, bei dem man wirklich sagen kann, der ist von alleine in der Lage, ohne unser Zutun und ohne weitergehende Schutzmaßnahmen offensichtlich sich selbst in Deutschland wieder anzusiedeln. Weitergehende Schutzmaßnahmen, damit meine ich jetzt alles, was über ein Verbot des Tötens des Tieres hinausgeht. Da gibt's sonst nichts. Das ist das Einzige. Der Wolf darf nicht geschossen werden. Mehr haben wir für den Wolf nicht getan. Alles andere macht er alleine bei den Katzenartigen. Und das ist halt eben der springende Punkt. Die brauchen Hilfe unsererseits, wenn wir sie bei uns in, na sagen wir mal, einer reproduktionsfähigen, langfristig reproduktionsfähigen Populationsdichte ansiedeln wollen. Und ich denke, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Schlusswort für meine einführenden Worte. Denn es wird dunkler und dunkler.
liegt in der Natur der Sache. Und das heißt, ich ziehe jetzt in den Keller um und dann fangen wir mit dem Luchs fangen wir an. Dann kommt die Wildkatze. Wir besprechen jeweils Biologie, Verhaltensweise, Ökologie. Also zur Ökologie gehört die Verhaltensweise definitiv auch dazu. Welche Lebensräume die jeweils bevorzugen, solche Dinge. Auch ein bisschen Reproduktionsbiologie, wobei ich das eigentlich immer gar nicht so spannend finde. Das kann man relativ schnell abhandeln. Wer zieht die Jungen auf? Tragzeit, Anzahl der Jungen, werden die blind geboren oder nicht? Das ist auch nochmal ein Charakteristikum der Raubtiere. Bis auf oder vielleicht ein oder zwei Ausnahmen, die es irgendwo weltweit noch gibt, sind das alles Nesthocker. Also sprich, die kriegen blinde, völlig hilflose Jungen, die nichts können und dementsprechend lange von den Eltern erstmal beschützt und umsorgt und gesäugt werden müssen. Anders als bei den meisten Fluchttieren, die haben ja in der Regel Nestflüchter, sprich, die werden geboren, brauchen ein halbes Stündchen, stehen dann auf und rennen der Mutter hinterher, ne? Also so Bambi und so ein Krempel. Jetzt reicht's aber wirklich, jetzt geht's in den Keller. Und am Schluss übrigens meiner entsprechenden Reihe, das möchte ich an dieser Stelle jetzt auch noch kurz sagen, sprechen wir dann halt eben über die Naturschutz- und die Wiederansiedlungssituation von Luchs und Wildkatze. Auch natürlich eine ein bisschen umweltpolitische Analyse, sprich, was sagen die Jäger dazu, was sagen die Landwirte dazu. Das sind die beiden wesentlichen Gruppen, die da dagegen sind. Ansonsten ist es beim Luchs und bei der Wildkatze erheblich anders als beim Wolf, weil so richtig Angst hat vor denen keiner, weshalb da von Seiten der normalen Bevölkerung, ausgenommen Landwirte und Jäger, eigentlich wenig Leute gegen eine Wiederansiedlung wären. Bis später.